beim nächsten Team angekommen, bei MoveKit aus Karlsruhe. Und ich habe jetzt hier Dirk Hebel fürs Interview. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Dirk Hebel, ich bin Professor für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie und war hier der Faculty Advisor für dieses Bauwerk. Okay, prima. Wir haben heute ein paar Fragen mitgebracht und die erste Frage wäre, welche Rolle spielt der Klimaschutz in der Architektur? Ja, ich glaube natürlich, neben der Ressourcenfrage ist die Klimafrage die allbeherrschende Frage, die wir zu beantworten haben, da der Gebäudesektor für 50% des CO2-Ausstoßes in der Europäischen Union einsteht. Glaube ich, müssen wir unbedingt was machen und er steht genauso für 50% des Primärrohstoffverbrauchs. Das heißt, diese beiden Fragen sind wirklich zentral, wenn wir noch in Würde auf diesem Planeten leben möchten in Zukunft. Ja. Und ihr konntet ja nun in der Praxis eure eigene Erfahrung machen in der Verarbeitung und Anwendung von Lehmbaustoffen, wie man schön hier im Hintergrund erkennen kann. Und ist eurer Meinung nach Lehm eine echte Alternative zu den konventionellen Baustoffen? Unbedingt. Ich habe jahrelang in Afrika gelebt, ich habe die Vorteile von Lehm dort kennengelernt. Etwas, was wir lernen können, auch nochmal von solchen Kulturkreisen. Bei uns war es mal ein gängiger Baustoff. Leider wurde er verdrängt gegen Mitte des 20. Jahrhunderts mit sehr vielen Baustoffen, die sogenannte Moderne eingeläutet hatten. Aber man sieht die Vorteile, die Luftfeuchteregelung, die einfache Verarbeitung und die Kreislaufgerechtigkeit, dass wir diese Baustoffe auch wieder zukünftigen Generationen bereitstellen können. Das sind enorme Vorteile. Und deswegen arbeiten wir auch sehr gern damit. Wir arbeiten gerne in Kombination mit Holz. Die gleichen Ausdehnungskoeffizienten tun ihr Übriges dazu. Also ein wunderbarer Baustoff, der, glaube ich, aus der Ecke herausgeholt werden muss, des Ökologischen und auch hingebracht werden muss in die Frage von gesunden Wohnen, von behaglichen Wohnen, von Raumkonditionierungen, die wir in Zukunft einfach brauchen, ohne technisches Gerät. Und all das kann der Lehm. Insofern sind wir sehr, sehr glücklich mit dem Baustoff. Und wenn Sie jetzt ein Argument nennen müssten, das am stärksten für Lehmbaustoffe spricht, welche wäre das? Ja, ich sehr stark an Kreislaufgerechtigkeit interessiert bin und das auch so ein bisschen das Steckenpferd von uns in Karlsruhe ist, gefällt mir extrem gut, dass dieser Baustoff eben nicht hinterher auf einer Sondermülldeponie landen muss, wie andere Wandverkleidungen, sondern dass dieser Werkstoff wieder eins zu eins aufbereitet werden kann und wiederum auf der gleichen Qualitätsebene eingesetzt werden kann. Das ist ein enormer Vorteil dieses Baustoffes. Ja, und ein wichtiges Stichwort in eurem Konzept ist ja auch das Urban Mining. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen oder das nochmal erklären. Ja, wir verwenden hier sehr viele Stoffe, die in Zukunft einmal fähig sind, wiederverwendet oder verwertet zu werden. Aber wir zeigen und haben auch schon eingebaut Materialien und Stoffe, die bereits aus anderen Gebäuden entnommen sind und hier zur Anwendung kommen. Sehr viele Holzwerkstoffe, Altholz, sehr viele Metallwerkstoffe, alte Treppen, all das findet man hier als Produkte, als Elemente, auch teilweise alte Joghurtbecher, die jetzt als Küchenfassaden genutzt wurden. All das zeigen wir, dass ein Bauwerk aus ganz vielen Kreisläufen bestehen muss in Zukunft und nicht nur für die Zukunft gebaut ist, sondern gleichzeitig schon andere Materialien mitdenkt und mit einbaut. Okay. Und abschließend hätten wir noch eine Frage, und zwar, wo seht ihr die größten Chancen, um den Bausektor in Zukunft nachhaltiger zu gestalten? Gibt es da so eine Top 3, die du nennen könntest? Naja, ich glaube, leider ist es so, dass wir in den letzten Wochen gemerkt haben, wo die Top 1 steht. Das heißt, dass politische Krisen, auch ökonomische und ökologische Krisen mittlerweile ebenbürtig sind. Das heißt, die Frage des Klimas, die Frage der Ressourcensicherheit, aber auch die Frage des sozialen Friedens werden meiner Ansicht nach der Motor sein, in diesen Sektor beschleunigt einzusteigen, dass der Green Deal, den die Europäische Union beschlossen hat, nämlich bis zum Jahr 2050 in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen, hoffentlich beschleunigt wird durch solche Krisen und dass wir gestärkt aus diesen Krisen hervorkommen. Okay.